Was? 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 Geht. 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 Ab. Ab. In Wien. In Wien. In Wien. In Wien. Ich bin schon gespannt, ob Sie dieses Mal richtig liegen. Schon eine Idee, in welchem Bezirk ich mich befinde? Naja, diesmal habe ich es Ihnen wirklich einfach gemacht, die Stadthalle. Ich weiß, im 15. Bezirk. Informationen dazu hat wie immer unser Sonny. Herr Feicht, Sie können wirklich froh sein, dass Sie mich haben. Der 15. Bezirk heißt Rudolfsheim 5 Haus mit dem Bezirksvorsteher Dietmar Baurecht. Der Bezirk hat 76.000 Einwohner auf 3,8 Quadratkilometer. Aber nun ab zum Herrn Bezirksvorsteher. Die Wetterschwankungen in Wien sind wie in ganz Österreich. Einmal kalt und einmal warm. Jetzt ist kalt, trotzdem drehen wir draußen auf der Hütteldorfer Straße. Herr Bezirksvorsteher, was geht ab hier im Bezirk? Ja, hallo, alles. Es geht sehr viel ab im Bezirk. Wir haben jetzt die Hütteldorfer Straße. Das wird ein Projekt, das uns beschäftigen wird. Es wird ein Leitprojekt des 15. Bezirks sein. Wir errichten hier einen Zwei-Richtungsradweg. Aber zusätzlich kommt mehr Grün, 34 Baumpflanzungen, Baumscheiben werden zusammengeführt. Und vor allem, es gibt eine automatische Bewässerung für den Altbaubestand, Baumbestand. Ja. Das ist ganz wichtig, weil die Bäume, die momentan sind, wie werden die bewässert eigentlich? Wirklich nur durch den Regen? Durch den Regen, ja. Und dementsprechend ist es wichtig, dass eine automatische Bewässerung kommt, weil der Altbaumbestand ist für uns im Bezirk sehr wichtig und das bewahrt ihn damit. Das heißt, werden hier alle Bäume, wie zum Beispiel hier im Hintergrund, werden die wirklich rausgenommen und wieder eingesetzt? Nein, nein. Okay. Es kommt einfach eine automatische Bewässerung. Es werden diese für die neu gepflanzt. Und für die alten. Also es wird die Asphaltfläche wird weggenommen und hier wird eine automatische Bewässerung durchgehend in den Baumscheiben gemacht. Ja. Aber das ist halt wichtig für den Altbaumbestand. Ja. Wie schaut es aus, Thema Klima? Was tut sich da im Bezirk? Ja, wir haben den Klimaschutzpreis dieses Jahr, Klimaschutzpreis Rudolfsheim 5 Haus. Da gibt es dann die Einreichphase bis 31. Juli. Da können alle im Bezirk einreichen. Ich bin schon gespannt, welche Einreichungen da kommen. Von Jung und Alt. Ja. Das wird schon sicher sehr interessant werden. Und was gibt es als Preis? Ein Preis muss auch immer was sein. Du, sind sicher 7.000 Euro. Aber 7.000 Euro haben wir schon bereitgestellt als Preisgeld. Also ich glaube, da kann man schon sehr schöne Preise gewinnen. Auf jeden Fall. Ja. Ein goldener Maserati wird sich ausgehen, zumindest ein Reifen davon. Wer den braucht. Möglicherweise einer mit Patschen. Also ich kann es nicht versprechen, dass es wirklich ein Maserati-Reifen wird. Na gut. Was tut sich sonst noch? Ja, es gibt dann so einige Themen, wie zum Beispiel, wir haben ja auch die Äußere Milferstraße, das ist auch ein Projekt mit Bürgerinnenbeteiligung, das jetzt in den Startlöchern steht. Ja. Das ist genauso wie die Hütteldorfer Straße ein großes Leitprojekt im 15. Bezirk. Ja, wir hatten ja seit Mitte 15. das Stadtteilentwicklungskonzept. Da ging es um das Westbahnhofgelände, also entlang der Felberstraße. Da haben wir die Möglichkeit, die Blöcke sind eingeschlagen für einen 5 Hektar großen Park, einer Parkanlage. 5 Hektar? Das ist circa mehr als 4,5 mal der Reithofer Park. Also das ist nicht wenig. Ja. Das ist schon eine schöne Größe. Ja. Die Abschlussfrage sei mir noch erlaubt, weil das uns die Leute immer wieder anschreiben. Die Verlängerung der Marie-Hilfer-Straße. Mhm. Dort ist ja ein Gebäude immer eingehüllt mit einer großen Werbefläche. Was ist dort? Was passiert dort? Wieso ist dort immer so diese große Werbefläche? Direkt beim Gürtel. Genau. Das, glaube ich, wird ein Hotel. Ah, aber wird immer wieder interessant bespannt. Es war, glaube ich, auch einmal eine Grünbespannung, also mit Grün drauf auf der Außenanlage. Ich glaube, das wechselt momentan, aber das soll ja auch irgendwann fertig werden. Spätestens dann, wenn die Marie-Hilfer-Straße umgebaut ist. Sehr gut. Mein Freizeittipp im Bezirk. Es grünt so grün. Im Bezirksmuseum in Rudolfsheim 5 Haus gibt es eine Sonderausstellung zu den Parkanlagen im 15. Bezirk. Ich glaube, bei Schlechtwetter ist das genau der Tipp, sich das anzuschauen. In Sedewis Schmankerlkiste lasse ich Sie nie im Regen stehen, obwohl ich selber gerade tue. Aber das passt, weil da ist mir auch schon einmal das Wasser bis zum Hals gestanden, im Stadthallenbad. Schulschwimmern, Gymnasium, vom Fünfer springen, ich wollte das einfach nicht. Naja, und deswegen wollte ich das kreativ vermeiden. Wie der Turnlehrer kurz nicht geschaut hat, bin ich schnell ins Becken eine untertaucht und wieder rauf, so wie wenn ich gerade vorher gesprungen wäre. Der Trick hat funktioniert, bis ein paar Minuten vor Ende der allerletzten Schwimmstunde meines Lebens. Dann hat der Professor gesagt, er schaut mir genau zu. Ich bin die Leiter rauf, ganz langsam in Zeitlupentempo, hat mich mein Mitschüler, der Wille, überholt, empört, weil er wollte vom 7 Meter springen. Hat das gemacht, ist auch aufgetaucht, knapp nach ihm ist auch seine Badehose aufgetaucht. Nach diesem Highlight war das Schwimmen erledigt.
Sie wohnen seit Ihrer Geburt hier. Wir wollen natürlich jetzt von der Jugend wissen, was gefällt Ihnen da im Bezirk? Danke für die Jugend, ja, ich bin schon wieder her, ja. Bezirk gefällt mir eigentlich, ja, mehr oder weniger, mittlerweile wenig, muss ich ehrlich sagen. So, was stört Sie, was kann man verbessern? Ja, ich bin der Ausländer jetzt derzeit, leider, muss ich sagen, und man wird auch ungut angegangen teilweise. Die junge Dame hier im Rad, was gefällt Ihnen im 15. Bezirk? Gibt es genug Radwege? Also Radwege gibt es nicht wirklich genug, aber zumindest hier gibt es einen Radweg und oben, also wenn es mehr Radwege geben würde, wäre super. Was mir gefällt, ist, dass die Stadthalle da ist, das wunderbarste Yoga-Studio der Welt in der Lugner City, wo ich arbeite, genau. Ja, ich wohne gleich da bei der Lugner City. Erstens einmal die Einkaufsmöglichkeiten, obwohl die immer schlechter werden, weil die Geschäfte zusperren, die wichtigen. Zentrale Lage. Habe ich die Einkaufsmöglichkeiten ganz in der Nähe. Ist ein fantastisches Buchgeschäft auf der Markgraf Rüdiger Allee. Ich lese gern, viel, ja. Und so auch bin ich eigentlich, hier sind auch Veranstaltungen, also ich habe hier genug Kultur auch um mich. Die Umgangstöne da sind schon rauer geworden, merkt man das schon, dass sich das verschlechtert hat? Leider sehr schlimm, ja, leider. Ich meine, es sind noch nette Leute da, ich bin gern da, das ist mein Lieblingsplatz zum Beispiel, ja. Lugner City, da habe ich auch Bekannte drinnen, aber es ist halt auch nicht mehr das, was war. Würden Sie was verbessern, die Radwege, nehme ich an, obwohl auf der Hütteldorfer Straße werden jetzt neue Radwege kommen? Also ja, ich freue mich, wenn da neue Radwege kommen und ganz wichtig eben auch Märzstraße und so. Es ist überall ein bisschen schwierig zu fahren, ja, also weil dann doch mit der Straßenbahn und Fahrrad und also es ist immer ziemlich eng. Also wenn man das vielleicht ein bisschen besser ausbauen könnte, wäre das mega, ja. Mich ärgert, dass ich als Fußgängerin eigentlich immer weniger Platz habe. Diese Ampel da, die dauert an manchen Tagen 5 Minuten, bis man darüber gehen kann als Fußgängerin. Manchmal geht man dann natürlich bei Rot, weil es kommt eh nichts. Und wenn die Stadthalle ein Event hat, dann ist einfach schnell geschaltet. An und für sich ist es okay. Ich finde, dass der Bezirk gut versorgt ist. Ist ja irgendein Park, der Ihnen gut gefällt, der jetzt renoviert worden ist, wo man sich gerne oder wo Sie sich gerne aufhalten? Ja, zum Beispiel der da. Der Märzpark ist es, ja. Also der, muss ich sagen, da kannst du durchgehen, da lass es dir in Ruhe, da ist es auch gemütlich. Ich meine, ich schaue da beim Volleyball und beim Sport zu, das taugt mir. Ich bin da auch in die Berufsschule gegangen, ja. Also an und für sich, der Bezirk, ja, der Bezirksvorsteher macht sehr viel, ich weiß schon. Er hat es nicht leicht, das ist keine Frage, ja. Aber da kann er nichts dafür, sondern das ist die Regierung. Wo ist Ihr Lieblingsplatz im Bezirk, wo sind Sie gern? Oh Gott, das, was soll ich sagen, keine Ahnung. Vogelwaldpark oder in meinem Yoga-Studio. Ich bin nicht gern im Bezirk jetzt so. Ja, wieso? Wieso? Meine Wohnung ist mein Lieblingsplatz. Habe ich vergessen, wie heißt oben? Kennen Sie sich aus vielleicht? Können Sie mir helfen? Leider zu wenig. Ja, okay. Also es gibt auch genug Grünflächen hier. Wissen Sie, wie der Bezirksvorsteher heißt? Ich weiß nur den Zartlokal, der war vorher, weil mit dem habe ich ja den 100-Wasserplatz da bemalt oben mit meinen Kindern in der Schule. Ich weiß es nicht, wie er heißt, aber ich bin informiert, dass es einen neuen gibt. Nein. Partei auch nicht? Keine Idee? Nein, weil eigentlich wohne ich im 8., aber ich bin ganz viel. Wenn Sie den Bezirksvorsteher jetzt ausrichten könnten, wie macht er seine Arbeit im Bezirk? Also ich bin sicher, ich kenne ihn persönlich, muss ich sagen, also ganz ein lieber, den Namen weiß ich jetzt nicht, wenn Sie mich fragen. Das war meine nächste Frage, wie heißt er? Also, ja, jetzt habe ich es vergessen, aber in der Gachen, aber mir fällt es gleich. Ist ja wurscht, aber er ist ein sehr, sehr netter und die arbeiten tut er sehr, sehr gut. Er versucht eh, was geht. Naja, also er soll einfach schauen, die Leute mehr befragen vielleicht und auf sie eingehen. Wie macht er seine Arbeit? Ist in Ordnung. Dieses Mal haben Sie die Qual der Wahl zu erraten, in welchem Bezirk ich mich befinde. Schon eine Idee? Ah, ich habe es Ihnen schon wieder viel zu leicht gemacht. Richtig, die Josefstädter Straße im wunderschönen 8. Bezirk. Informationen dazu hat wie immer unser Sonny. Aber vielleicht muss ich Ihnen etwa schon wieder aushelfen. Der 8. Bezirk ist die Josefstadt mit dem Bezirkschef Martin Fabisch von den Grünen. Der Bezirk hat 22.300 Einwohner auf einen Quadratkilometer und ist somit der kleinste Bezirk in ganz Wien. Aber nun ab zu mehr Bezirksvorsteher.
reges Treiben in der Josefstadt. Herr Bezirksvorsteher, was geht ab hier im Bezirk? Wie jedes Jahr geht sehr viel ab bei uns in der Josefstadt. Wir möchten einerseits hier diesen Platz umgestalten, einen neuen Dorfplatz machen. Wir werden am Ende dieser Umgestaltung der Planung auch die Bevölkerung dazu befragen, ob diese Vorstellung eines neuen Platzes, einer Zusammenkunft für den schönen Bezirk auch in Wunsch der Bezirksbevölkerung ist. Plan wäre es, hier aber die Durchfahrt einzuschränken. Also hier gibt es dann keine Durchfahrt mehr. Völlig richtig. Hier sollen Sitzplätze, völlig richtig. Mehr Sitzplätze, ein Wasserspiel, mehr Bäume. Und gleichzeitig heißt es nicht, dass man dann nicht mehr in die Josefstädterstraße fahren kann, aber halt nicht auf diesen Weg. Und ja, vor allem für Leute außerhalb des Bezirks ist es dann halt keine so Durchfahrtsmöglichkeit mehr von Norden nach Süden, wie es bisher der Fall war. Aber für die Leute, die hier wohnen, für die ist auf jeden Fall eine Verbesserung. Wird es eine Verkehrsberuhigung bedeuten, genau. Das heißt, darüber wird abgestimmt. Das bedeutet, wenn die Leute sagen, ja, wir wollen das, dann wird es gemacht. Wenn die Leute sagen, nein, wir wollen es so belassen, dann... Dann müssen wir auch damit leben. Letztlich hat der Souverän das Wort, wie man so schön sagt. Ausschließlich werden aber nur Leute, die hier in der Gegend, in dem Grätzl wohnen, befragt oder alle in der Josefstadt? Es besteht der mehrheitlich politische Wunsch, dass man alle befragt. Letztlich soll es ein Dorfplatz für den ganzen Bezirk sein. Wie schaut es aus mit Baumpflanzungen? Haben wir sehr viel vor. Einerseits in der Josefstädterstraße werden wir 14 Bäume und einen Hochstrauch pflanzen, was uns sehr freut, denn letztlich haben wir ja am Beginn dieser Legislaturperiode eine wunderschöne Platane verloren Richtung 1. Bezirk. Dank der lobenswerten Unterstützung des Herrn Bürgermeisters ist uns das geglückt, diesen Baum zu retten. Ist die nur versetzt worden? Der ist versetzt worden in den 1. Bezirk zum Kollegen. Der Herr Kollegen. Wird sich freuen. Ja, selbstverständlich. Und zum Zweiten werden wir ähnlich wie in der Pieristengasse heuer die Lederergasse sanieren und im Zuge dessen auch dort 7-8 neue Bäume pflanzen. 7-8 neue Bäume, vom rechnerischen Schnitt hast du immer mal 1,5 circa an Parkplätzen, die draufgehen werden, wenn's oder? Wenn es darum geht, ja. Wir wissen aber gleichzeitig, dass natürlich der Rückgang der angemeldeten Autos in der Josefstadt auch vorhanden ist. Also der Druck wird in etwa der gleiche bleiben. Gibt es sonst noch irgendwas Spannendes in der Josefstadt? Sehr viel. Wir haben sehr viel Kulturförderungen. Erstmalig in diesem Jahr wird es ein Lesefest geben im Juni, vorwiegend im IHS stattfinden, und zwar von Künstlerinnen aus der Josefstadt, also Autorinnen aus der Josefstadt, von Schauspielerinnen aus der Josefstadt vorgelesen. Unter anderem haben wir derzeit eine Zusage von Mavi Hörweger. Ah, schau, schau. Immer was los in der Josefstadt. Mein Freizeittipp für die Josefstadt ist der Jodok-Fink-Platz, anderen Leuten auch bekannt als Pieristenplatz. Wenn man italienisches Flair genießen will, bei wunderbarer entweder Wiener oder italienischer Küche, sind sie dort sehr gut aufgehoben. Kennen Sie Ahasverus in Rom? Na, das ist kein neuer Trainer vom AS Roma. Wie steht's mit dem König von Sion? Na, die Schweiz ist auch nicht heimlicher Monarchie geworden. Es geht um die Werke eines Schriftstellers. Robert Hammerling war gesucht, einer der beliebtesten heimischen Autoren des 19. Jahrhunderts, heutzutage wieder durchaus auch kritisch beäugt. Nichtsdestotrotz, hier im 8. ist er sehr präsent. Wir sind ja hier im Hammerling Park, der liegt am Hammerling Platz, und dann gibt es auch da den Hammerling Hof. Aber die Gassen, die dazu passen, die gibt es in anderen Bezirken, zum Beispiel den Hammerlingweg im 11. Bezirk. Und jetzt lasse ich Sie noch einmal raten. Gibt es in Wien eine Hammerlinggasse oder eine Robert-Hammerling-Gasse? Beides gibt's. Das eine ist im 14., das andere im 15. Bezirk. Sie wohnen seit 20 Jahren hier im Bezirk. Was schätzen Sie in der Josefstadt? Naja, einfach die ganze Lebensqualität, Infrastruktur. Man ist mitten in der Stadt. Also für jemanden, der in der Stadt, gerne in der Stadt wohnt, ist es ideal. Ich finde, es ist sehr familiär. Also hier in dem Teil von der Josefstadt finde ich auch die Parks sehr schön, also die kleinen Grünflächen. Also ist hier oben mehr als weiter unten, finde ich. Es ist wirklich so, wie immer geworben wird, das Städtchen in der Stadt. Also es ist sehr schön, da zu wohnen. Dass man alles zu Fuß erreichen kann, die Infrastruktur. Man braucht eigentlich nicht weit gehen und hat alles rundherum, von Schulen, Kindergärten, Einkaufen, ja. Gibt es irgendwas, was Sie verbessern würden, was Ihnen nicht so gut gefällt? Naja, es ist wahrscheinlich schwierig, weil das ist ein grundsätzliches Problem. Ich sage mal, die Geschäftsstraße, der Josefstädter Straße und so die Nebenstraßen, die haben natürlich haben die Geschäfte ein Problem. Dadurch
dadurch, dass wahrscheinlich mangelnde Frequenz oder die Leute irgendwo anders einkaufen? Ich würde noch mehr Bäume pflanzen. Also was ich schade finde, ist, ich wohne in der Albertgasse und gerade in dem Teil, wo ich wohne, gibt es keine Bäume. Also es gibt weiter unten Bäume und dann da gibt es Bäume, nur bei mir gibt es keine. Da könnte man ein paar gerne setzen. Fällt mir momentan nichts ein, eigentlich nicht. Wirklich? Also wunschlos glücklich da im Bezirk? Ja. Ich bin nicht so ein Grantler, der immer was zu bekritteln hat. Sie bemühen sich alle, das sehr gut zu machen. Radfahrer, die gegen die Einbahn fahren. Aber das ist ja nicht nur hier, das ist überall so. Und das regt mich auf, weil ich bin auch Autofahrerin, Radfahrerin, Fußgängerin. Aber da ist es einfach zu eng und ich denke, es ist auch zu gefährlich. Wo ist Ihr Lieblingsplatz im Bezirk? Wo tanken Sie Energie da im Bezirk? Wo sind Sie gern? Kann ein Wirt genauso sein wie ein Park oder so? Naja, gut, einmal grundsätzlich bei mir zu Hause. Nein, Lieblingsplatz ist, weiß ich, Café Eiles, sondern ich wohne eher im unteren Bereich. Nicht? Also das Café Eiles ist ein Hotspot für mich. Nicht? Auf den grünen Flecken, ja. Wo? Oh, sag mal vielleicht irgendein, wo kann man dich antreffen? Im Hammerlingpark zum Beispiel, ja. Hammerlingpark oder Tigerpark. Zu Hause. Nur zu Hause? Nein, Schönbaumpark ist sehr schön. Dann geht man rüber zum Campus, das ist auch ein großes Grüngebiet. Ja. Na, eigentlich überall, sage ich. In jedem Park sitze ich gern, wenn das Wetter schön ist, wenn ich kurz zwischendurch Zeit habe während der Arbeit oder so. Wissen Sie, wie der Bezirksvorsteher da heißt? Schande über mich. Oder von welcher Partei der ist? Grünen. Eigentlich schon, aber der Herr Martin Fabisch. Der wird demnächst eine Ausstellung von uns eröffnen. Und ich bemühe mich, dass er sich mehr um die Kultur kümmert. Eine Kollegin hat auch bei ihm im Amtshaus schon eine Ausstellung gemacht. Und da war er noch nicht so sattelfest mit Kultur, aber wir werden ihm das lernen. Wissen Sie, wie der Herr Bezirksvorsteher heißt? Ah, das ist irgendwas mit F. Friedrich. Von welcher Partei? Grüne. Wenn Sie ihm was ausrichten könnten, was würden Sie ihm sagen, wie macht er seine Arbeit? Ich würde sagen, grundsätzlich sicherlich gut, weil was ich so an Aktivitäten mitkriege und so weiter, also finde ich das nicht so schlecht. Also ich fühle mich wirklich sehr wohl. Also ich finde, es wird sehr viel gemacht im 8. Bezirk. Also ich habe früher im 19. gewohnt, der ist halt ganz anders und so. Aber ich fühle mich wirklich sehr wohl. Also ich finde es sehr, sehr fein. Ja. Ja, sicher sehr gut. Sehr, sehr gut. Er geht auf die Leute zu, er ist sehr freundlich. Kann man nichts sagen. Also so wie ich das mitkriege, recht gut. Gefällt mir, ja. Also passt für mich momentan. Wenn Sie dieses Mal etwas genauer im Hintergrund schauen, wissen Sie, wo ich bin. Falls nicht, gebe ich Ihnen einen kleinen Hinweis. Große Einkaufsstraße, richtig. Der 6. Bezirk. Mehr Informationen dazu hat wie immer unser Sonny. Sie sind aber ein geistiges Nagerbartzl. Peinlich. Der 6. Bezirk ist Mara Hilf mit dem Bezirksvorsteher Markus Rummelhardt von der SPÖ. Der Bezirk hat 31.000 Einwohner auf 1,5 Quadratkilometer. Aber nun ab zum Herrn Bezirksvorsteher. Im 6. Bezirk zitiere ich den Falco. Nie mehr Schule. Herr Bezirksvorsteher, was geht ab? Ich muss nicht mehr in die Schule. Aber du schon. Ich glaube, unsere Kinder werden was anderes singen, weil das Schulprojekt, das wir hier gerade generieren, ist eine ganz tolle Sache. Und da werden die Kinder, glaube ich, gerne herkommen und eher singen. Immer Schule. Immer Schule. Wo sind wir und was ist hier passiert? Wir sind jetzt in der Mittelgasse bei einem sehr alten und ja, denkmalgeschützten Schulgebäude hier im Hintergrund. Und das ist ein Schulstandort, an dem sich drei Schultypen verbinden. Mit einer neu gebauten Volksschule vorne dran und das ist ein denkmalgeschütztes altes Gebäude, das jetzt saniert wurde. Wir sind fast fertig. Welche drei Schultypen sind das? Volksschule? Also eine Volksschule ist vorne dran, eine sogenannte Stadtteilschule als Mittelschule. Was ist das? Das wissen die Leute, glaube ich, nicht ganz, weil mir war es auch ganz unbekannt. Eine Schule, die quasi im Aufbau ermöglicht, dass Schülerinnen am Standort bleiben können für alle neuen Schulstufen. Aha, okay. Gut. Im Übergang, ja. Und die Nummer drei? Und eine sogenannte sonderpädagogische Schule mit dem Schwerpunkt eben das Förderung.
Sanierungsbedarfs. Ihr habt da aber vor der Planung schon relativ smart mitgedacht. Und was habt ihr da schon eingeplant? Ja, die Schule selber ist eine Sanierungsunterstützung der Stadt Wien. Wir als Bezirk haben da noch ein bisschen Qualität dazu gebracht, nämlich die klimaaktiven Anpassungen, wie Belüftungssysteme und dergleichen. Aber eben vor allem drinnen haben wir alles geöffnet, obwohl es denkmalgeschützt ist, und haben damit quasi die Durchlässigkeit auch für den Schulbetrieb hergestellt. Das Dach wird ausgebaut, worauf wir besonders stolz sind, weil das wäre in der Sanierung nicht drinnen gewesen, das leistet man das Bezirk selber. Und jetzt ist der Bedarf aber auch da, wo wir dieses Dach jetzt auch wirklich zum Schulraum generieren können. Und schon im Vorfeld eine Stiege eingebaut für? Für den Brandschutz, natürlich. Ganz man kann richtig. So ein Dach nur benutzen, wenn auch die feuertechnischen Anforderungen da sind. Ja, aber super. Wir waren nicht nur draußen, sondern auch der Straßenraum wird es angeschlossen, weil wir mit den Schülerinnen und mit den Elternvereinen auch Beteiligungsverfahren natürlich durchgeführt. Und da war klar der Wunsch, hier soll ruhige Zone entstehen, das wird eine Fußgängerzone und auf der anderen Seite auch. Was tut sich sonst im Bezirk? Was gibt sonst noch irgendein brisantes, spannendes Thema? Na, der Brunnerplatz ist jetzt schon am Beginn der Umgestaltung. Ja. Das sind schon die ersten Grabungstätigkeiten. Und ja, bis Ende des Sommers wird man dort statt roten Stangen dann Bäume sehen. Bis Ende des Sommers, wie schon? So schnell? Na ja, jetzt geht es flott dahin. Okay. Also im Herbst, wenn die Bäume zum Pflanzen sind, ist das der Abschluss. Und dann im nächsten Frühjahr können wir dann noch schon erleben. Noch eine Baustelle im Bezirk? Na, viele Baustellen. Aber darüber reden wir beim nächsten Mal. Ne? Gut. Mein Freizeittipp: in unserem wunderschön renovierten Raimundtheater das Phantom der Oper anschauen. Sehr empfehlenswert. Unlängst habe ich Ihnen schon erzählt, dass bei der Eröffnung des Riesenrades 1897 eine Fahrt auf heute umgerechnet 117 Euro gekostet hat. Damals waren das 8 Gulden. Naja, und 4 Jahre zuvor hat das 50-fache davon eine entscheidende Hauptrolle gespielt. Mit 400 Gulden haben damals 500 Bürger aus Mariahilf einen Verein gegründet, den Ferdinand Raimund Theaterverein. Das war der Grundstock für dieses Theater hier. Namensgeber war Ferdinand Raimund, einer der bekanntesten österreichischen Dramatiker. So hat dieses Theater dann auch damals mit Volksstücken gestartet, später dann Operetten in den Mittelpunkt gestellt. Naja, und jetzt ist es einer der bekanntesten Musicalbühnen Österreichs. Derzeit läuft gerade wieder eine Erfolgsproduktion. Ganz nah ist das Phantom der Oper da, da spüren sie es jetzt. Ein junger Student hier im Bezirk, was schätzt du an diesem Bezirk? Ja, also ich finde es hier angenehm, ist alles sehr schnell erreichbar. Ne? Ich bin schnell in der Stadt, ich bin schnell irgendwie auch außerhalb und das ist ganz cool. Am meisten gefällt es mir die Lage, definitiv. Was ist so gut an der Lage? Die Verbindlichkeit, also U3 ist gleich da, U4 da, ich kann in 10 Minuten zur Uni kommen, das gefällt mir am meisten. Ja, für mich ist es super, dass diese Straße so ruhig ist, weil das ist eine typische Straße, in der Früh gehen die Leute und am Abend gehen die Leute und sonst ist es bei uns da in der Gedegasse super ruhig den ganzen Tag und es ist fein zum Schlafen und zum Leben dahinter. Was kann man im Bezirk verbessern, was stört einen als jungen Menschen? Ja, ich finde es ein bisschen schade, dass es, also aber gut, das liegt glaube ich auch eher allgemein an der Stadt, dass es wenig Grünflächen gibt, beziehungsweise sind die halt eher außerhalb, also bis zur Donauinsel jedes Mal ist mal richtig grün, es ist immer ein bisschen zach, wie man hier so sagt. Unten vielleicht noch ein schönerer Skatepark, okay, der an der Lengfeldgasse, der ist ganz cool, aber der könnte auch mal wieder, finde ich, erneuert werden, der ist baufällig, denke ich. Ich weiß nicht. Alles ist perfekt. Na, ich habe schon mit dem Bezirksvorsteher einmal einen Mail-Kontakt gehabt. Ich finde immer, dass man eine der beiden Straßen eigentlich in einer Fußgängerzone verwandeln könnte. Und er hat damals mir geschrieben, es gibt eh einen Bürgerbeteiligungsprozess und es wird sowieso neu gemacht, jetzt im Zuge der Fertigstellung von der Schule. Mehr weiß ich nicht. Also das würde mir schon gefallen. Welche zwei Gassen wären denn das? Nennen Sie nur kurz. Ich würde die Mittelgasse super finden, weil die Mittelgasse geht davor bis zur Stumperschule und das würde sie eigentlich total anbieten, dass man die halt verkehrsberuhigt, dass also noch mehr als eh schon ist und wirklich, weil da ist der Park, da sind viele Kinder und dann dahinter ist der schöne Platz. Also das wird wirklich gut passen. Das war mein Vorschlag. Wo ist der Lieblingsplatz? Wahrscheinlich eh der Skatepark, oder? Der Skatepark oder ich sitze aber auch sehr gerne am Kirchplatz, da vor der Kirche. Auf der Gumpendorfer Straße. Jetzt weiß ich nicht genau, weil ich hier nicht so seit langem wohne, aber es gibt einen Park hier in der Nähe,
dort gehe ich sehr oft. Naja, ich mag es eigentlich schon ganz gern davor. Also ich marschiere schon immer ganz gern davor. Da ist es ruhig, da ist dann der Platz mit dem einfach so, was immer lustig ist, weil da sitzen die Leute draußen. Also ja, das ist eigentlich schon für mich, mag ich schon ganz gern. Es ist halt ein bisschen ruhigerer Platz, also insgesamt die Gegend da. Weißt du, wie der Bezirksvorsteher heißt? Nee, tatsächlich nicht. Nee. Oder von welcher Partei der sein könnte? Keine Ahnung. Ja, hoffentlich nicht von der FPÖ. Keine Ahnung, ich weiß nicht, wer das ist. Oder von welcher Partei weiß man auch nicht, oder? Keine Ahnung. Ah, Rummelhardt. Von welcher Partei ist er? Rot. Wenn du ihm was ausrichten könntest, wie macht er seine Arbeit hier im Bezirk? Ja, läuft. Ich finde es okay. Also ich finde es das cool, dass hier auch so sozial ein bisschen was gemacht wird mit den Suchtkliniken und so. Und die trifft man hier auch, aber die sind eigentlich in Ordnung. Also ich bin jetzt nicht unbedingt durch die gestört und ich finde, das läuft hier ziemlich gut und die werden hier gut integriert und das ist eine gute Sache. Und ja, es gefällt mir wirklich sehr. Ja, ich bin eigentlich schon zufrieden. Also mir taugt es schon. Ja. Ah, auch die Schweiz ist keine heimliche Demokratie. Ah, ja, ist eine heimliche Demokratie. Ganz nah ist das Phantom der Oper da. Spüren Sie es jetzt. Und die Leute hauen den Hut drauf oder den Nüsse. Sie müssen weg, alles Liebe. Baba. Gut, sagen wir nicht.